Hallo und herzlich willkommen zum neuen Sprachkurs Klingonisch. Mein Name ist Lieven Litar, ich bin euer Klingonischlehrer. In der heutigen Lektion wollen wir mal mit was ganz Einfachem beginnen. Auch wenn viele Leute glauben, dass Klingoner weder schreiben noch lesen können, geschweige denn überhaupt sprechen können, nein, Klingonen können sogar rechnen. Und zwar zählen die Klingonen auch heute, so wie die Terraner, von 1 bis 10, wobei das früher nicht ganz so genau so war, weil die Klingonen anfangs nur bis 3 gezählt haben und danach kam dann 3 plus 1. Und dann 3, 4, 5, 6 war dann 2 mal 3 und 7 war dann 2 mal 3 plus 1, aber irgendwann wurde es dann doch zu kompliziert, deswegen zählen sie jetzt einfach nur von 1 bis 10. Ich werde jetzt die ersten 10 Zahlen dann erstmal nennen und fange an mit 0. Par. Par. 1 ist wa, dann kommt cha, wedge, loj, var, jav, shoch, chorch, chut. Das waren die Zahlen von 0 bis 9. Um Vielfache zu bilden, hängt man eine Nachsilbe an, die so viel wie 10, 100 und 1000 bedeutet. Die für 10 ist mach. Wenn ich also das Wort 10 machen möchte, setze ich zuerst die 1 davor, wa, und dann kommt mach. Wa, mach. Also quasi wörtlich 1 zig. Das geht so weiter mit cha, mach, wedge, mach, loj, mach und so weiter. Für die Zahl 100 nehmen wir die Silbe wak. Wak. Das endet auf dem sehr schwierigen Laut TLH umgeschrieben. Der ist einfach nur wie ein T und ein L gleichzeitig. Wack. Wack. 100 ist dann wack. 200 ist tscha wack. Und so weiter. Für 1000 nehmen wir die Silbe schad. Das ist sehr schad, dass wir die nehmen. Wa schad heißt 1000. Und wenn man jetzt auch noch richtig rechnen möchte, muss man diese Zahlen zusammensetzen. Genauso wie sie geschrieben werden. 1405 ist wie im Deutschen, auch im Klingonischen, Wachad, Loschwak, War. 1405. So kann man Zahlen zusammensetzen. Nochmal zur Wiederholung die Zahlen von 1 bis 9. Wacha, Wedj, Losch, War, Jav, Schotsch, Chor, Chut. Viel Spaß beim Lernen, wünscht euch euer Klingonischlehrer. Kommt da!